bei Alone mitzumachen. Das wäre für mich die absolute Abschlussprüfung meines Könns. Denn ich möchte hier und jetzt jeden beweisen, der nie an mich geglaubt hat, dass ich es kann. Diese letzten 10 Jahre sollen nicht umsonst gewesen sein. Alles, was ich je gelernt habe, will ich hier in dieser Serie unter Beweis stellen. Und ich würde sagen, legen wir los und zeigen den Leuten, wie man draußen richtig überlebt. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I'm leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, go, go. Hi, mein Name ist Christian Peter. Ich bin 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ich bin vom Beruf her Gärtner und um genau zu sein in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Ich habe erfolgreich den Jagdschein absolviert und bin Jäger. Hier habe ich eine Bockbüchsflinte. Um genau zu sein, oben aufgebockt haben wir einmal Schrot und darunter die Büchse, also Kugel. Das ist mein Werkzeug und damit würde ich dann halt auf die Jagd gehen. Aber ich glaube, bei Alone sind Gewehre nicht gestattet. Deswegen würde ich mich dann für Pfeil und Bogen entscheiden, wenn das zur Option steht. Willkommen in meinem Survival Camp. Und hier steht ein XXL Tipi. Das Ganze habe ich vor 2 Jahren alleine gebaut. Und ich muss sagen, so langsam wird das Lager immer größer. Auf der Rückseite befindet sich ein Kochstudio. Mittlerweile zeigen wir dann auch demnächst Kochvideos. Es muss ja nicht immer ekelhaft schmecken. Vielleicht habt ihr Glück und dann findet ihr die Walderdbeeren. Und jetzt sind gerade keine Beeren dran, aber wenn es soweit ist, dann sind meistens die Wildtiere schneller. Das sollte euch aber nicht kränken, denn ihr könnt aus diesen Blättern einfach euch einen Tee machen. Und im Frühling gibt es so viele Wildpflanzen, aber auch Blätter, die man essen kann. Und zwar haben wir einmal die Rotbuche. Und Rotbuche kann man sich so merken, indem man einfach so ein Blatt nimmt und es ist rund. Da ist das R drin. Rund für Rotbuche. So, und wenn man diese Blätter jetzt sauber macht und dann isst, dann schmeckt das nach Apfelschale. Wichtig, ihr müsst immer schön die jungen, frischen Blätter nehmen. Und somit könnt ihr euch im Frühjahr von einem ganzen Baum ernähren. Und das sind nur die Blätter. Ihr wisst gar nicht, wie viele Wildpflanzen unter dem Fußboden noch wachsen. Man muss in der Natur eigentlich nicht weit gehen. Sobald man eine gute Stelle gefunden hat, wo Wildpflanzen wachsen, gibt es eine Menge Nahrung. Ansonsten muss man halt aus dem Wald rausgehen und sich eine offene Stelle suchen. Ein Plateau. Da, wo viele Pflanzen wachsen können, weil sie viel Sonne brauchen. Ja, und hier wächst gerade so gut wie alles. Hier zwischen haben wir zum Beispiel Giersch. Erkennt man an den dreieckigen Blättern mit den dreieckigen Stängeln und den drei Endstängeln. Wir haben hier gerade Springkraut dazwischen und Brennnessel. Da in der Mitte sehe ich noch die Taubnessel mit den lila Blüten und hier vorne haben wir Löwenzahn. Wie ihr seht, egal wo ihr seid, ihr habt Nahrung. Habt ihr erstmal eine gute Stelle gefunden,
dann könnt ihr daran immer wieder zurück. Ah, da vorne sehe ich noch Knoblauchrauke. Ja, und wie gesagt, ihr könnt euch von den Pflanzen ernähren, euch einen richtig leckeren Salat machen. Das Gute ist, einige Pflanzen enthalten sogar genug Zucker, um euch über den Tag zu bringen. Denn Zuckermangel wird draußen wahrscheinlich das größte Problem sein. So, wir kommen mal zum Thema giftige Pflanzen. Jeder kennt es, ist es Bärlauch, Maiglöckchen oder Zeitlose. Daraufhin kann ich euch nur empfehlen, lernt einfach, wie Bärlauch aussieht und nicht, wie die anderen Pflanzen aussehen. Denn bei Bärlauch ist es so, Bärlauch kommt aus einem Stängel raus. Also ein Blatt, ein Stängel und unten habt ihr so eine kleine Knolle. Hier kann es vorkommen, dass es nicht mehr nach Bärlauch riecht, obwohl es Bärlauch ist, weil die Blütezeit schon etwas länger ist. Und ein kleiner Tipp, Bärlauch kommt vor Mai und Maiglöckchen kommt im Mai. Also, im Mai haben wir meistens beim Bärlauch schon eine Blüte. Kaum jemand spricht es draußen an. Hygiene. Hygiene ist das A und O. Wer eine Entzündung hat, kann damit nicht sehr, sehr lange Zeit draußen überleben. Also, es nervt, es juckt, es entzündet sich und im schlimmsten Fall kommen noch Bakterien rein. Und dazu eignen sich seine Moosplatten wunderbar dafür. Also man kann alle Moose dazu verwenden. Es ist nicht nur ein sehr guter Schwamm, um sich zu reinigen, sondern auch das natürliche Toilettenpapier. Es ist weich, flauschig und kann mehr als man glaubt. Wenn es ums nackte Überleben geht, dann habe ich dort ein bestimmtes Schema, was ich immer abgehe. Natürlich schaue ich erstmal, wo sind die Gefahren, ne? Also gibt es da Wildtiere, die dort hausen oder leben? Bin ich in deren Gebiet? Wenn ja, dann sollte ich weg von dort. Spurenlesen ist ganz vom Vorteil. Nächster Punkt wäre, gibt es dort Wasser in der Nähe? Also ich muss ja viel trinken und ich brauche mindestens für 3 Tage Wasser. Dann suche ich nach einem Ort, der genug Baumaterialien hat und in der Nähe noch Wildpflanzen sind, wovon ich mich ernähren kann. Das ist erstmal so für den ersten Tag das Hauptthema. Ne? So, dann kommen wir auch schon zu meinen 10 Gegenstände, die ich mitnehmen würde. Ein Mückenschleier. Ich hasse Mücken über alles. Das geht gar nicht. Ein Zündstahl, womit man immer Feuer machen kann. Nun ja, wenn es kalt ist, würde ich gerne einen Schlafsack mitnehmen, um nicht zu erfrieren. Dann würde ich noch eine Plane mitnehmen. Ja, natürlich Messer. Ein Topf. Und einen Kochtopf kann ich mir keine Suppe machen oder irgendwas aufkochen. Wenn es geht, würde ich noch einen Wasserfilter mitnehmen. Dann hätte ich noch 3 Punkte. So, jetzt habe ich erstmal die wichtigsten Punkte. Und diese 3, die muss ich mir noch überlegen. Schnüre. Schnur würde ich noch mitnehmen. Damit ich meine Sachen auch so bauen kann, dass sie halten, jagen muss ich. Aber die Wahrscheinlichkeit, etwas zu kriegen mit Pfeil und Bogen, ist 90% Niederlage. Wieso wäre ich der perfekte Kandidat für Alone? Nun ja, ich könnte sagen, ja, 10 Jahre Fachwissen und 10 Jahre Praxiserfahrung, aber das sollte nicht der Knackpunkt sein, mich mitzunehmen. Sondern meine Stärken sind eindeutig, ne, Durchhaltevermögen, Kreativität. Jede Situation ist anders. Man muss kreativ darauf reagieren. Problemlösung. Das hat, glaube ich, schon was mit Kreativität zu tun. Gute Laune bringe ich mit. Nun ja, je schlechter die Situation, desto eher muss man sich bewegen, um sie zu verbessern. Und das können die wenigsten. Vor allen Dingen, wenn sie alleine sind. Allein bin ich doch motivierter und schaffe einiges und schneller und besser. Und wie gesagt, ich habe 10 Jahre lang für so eine Situation trainiert. Also werde ich dann auch so etwas meistern. Und wenn ihr noch nicht überzeugt seid, dann lasst euch überraschen.